Meint ihr, die Jungs sind nüchtern? Welcome, my friends. Wir schauen uns jetzt an InScope Lifestyle. Stuhlwerfer Jüns. Get me in. Machen wir weiter, oder? Ja, ich leg noch kurz die Rode hier um. Ja, kurz die Rode noch drehen. Die Rode. Klassisch bekanntes Mondgesicht, mein Lieber. Wie geht's dir? Hey, wie geht's dir, mein Lieber? Hey, mein Lieber! Moin, aber! Du bist Maestro und wurdest gestern entjungfert, habe ich gehört. Wie ist das? Das ist nicht die Wahrheit. Erzähl doch mal, wie war's? Ja, es war lustig. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest... Wer war das? Ich kannte den nicht. Gutes? Das ist so eine reiche 50-Jährige zu heiraten. Würdest du es machen? Selbstverständlich. Cool. Ich würde die weghauen und mir einen Lambo kaufen lassen. Und dann würde ich wegfahren. Irgendwo, wo Urlaub ist. Ihr seid safe drin, ja? Du nicht hops, ne? Ich würde euch niemals hops nehmen. Mach mal einen Freestyle. Ich bin krass, deine Hose ist nass. Ich sage was. Ja, ich bin fertig. Der Spendi ist einfach so, Talk. Der probiert sich gerade was aufzubauen, probiert sein Geld einfach gut zu investieren. Und da finde ich es einfach immer wieder gut, Spendi, dass du da die richtigen Investments triffst. Ja, man möchte halt natürlich zu Nee. Ich glaube, das muss nicht. Muss das? Nee, Digga, ich glaube, das muss nicht. Also entweder oder. Entweder ich nehme so eine grelle Farbe oder ich nehme eine Jacke, die so, wie soll ich das beschreiben, diese glänzende Lackoptik hat, keine Ahnung. Aber die Kombination sehr, sehr auffällig halt, ne? Ist gar nicht mein Vibe. Steht ihm trotzdem irgendwie. Also, okay, no front. Die Jacke ist hässlich, aber steht ihm irgendwie. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint oder sowas, aber er kann es tragen. So, an mir wird es scheiße aussehen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Auffällig wie möglich immer unterwegs sein. Man muss, wenn man ein eigenes Modelabel hat, muss man auch natürlich ab und zu mal schauen, dass man mit der Mode geht und absolut nicht gegen die Mode. Absolut richtig. New Outfit, New Me, oder wie? Okay. Ja, immer so. 3, 2, 1. When I popped off, then you go gave me just a little bit of lacha, baby. Der Style von Amar. Okay, aber wildes Outfit, Bro. Wild. Elevate. Aha, ich dachte zuerst, das wäre Palm Angels. Das wäre eine Palm Angels Jogginghose. Okay, was ist das hier? Was ist das? Ist das Gucci? Nee, das ist Louis. Das ist actually Louis, oder? Das ist Louis Vuitton. Wilde Schuhe auf die Jogging. Okay. Also ich hätte andere Schuhe gewählt. Das ist mir ein bisschen zu wild. Ich hätte einfach weiße Sneaker angezogen. Naja, krasser Drip. Der Style von Amar. Schiebt der bei einfach mal ganz an. Ja, die Schuhe mit der Hose fühle ich auch mit nicht. Mit dem Typen, den weiß ich jetzt nicht. Holy shit, Mann. Die Toilette hat gerade übel kassiert. Wir sind jetzt in Hamburg angekommen. Gehen wir zu dem aggressiven Konzert, wo ich natürlich auf die Performance von Jüns und den Atzen asozialst gespannt sind. Wir sind wieder vor Ort und als allererstes würde ich euch ganz gerne jemanden präsentieren. Da haben wir hier den legendären Kollegen, der die Videos von mehr Anzeigen schneidet. Sunshine when she's gone. Starker Typ. Dieser und schon wieder am Alkohol trinken. Es ist unglaublich. Ich habe schon davor ein bisschen was geblockt. Wie ungefähr? Jo, Leute, ich fahr jetzt los. Und wir waren noch kurz beim Burger King. Mein Lieber! Komm mir doch noch näher! Nee, warte, die goldene Sonnenbrille, passend. Ganz kurzes Statement hier zum heutigen Abend. Hey, es wird ein großartiges Ding. Ich hab dir jetzt super, danke dir, Jens. Alles klar. Danke. Hey, Marc ist auch mit von der Partie. Jetzt hörst du mal auf! Dabei, ich bin auch mit dabei. Ich freue mich ganz besonders. Das wird eine ganz tolle Show. Jens ist gerade ein bisschen am Rumpöbeln. Komm. Alles gut, Leute. Und hier sehen wir die Snitch. Chat, ist es mal wieder sehr intens. Ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Diesen Vlog. Diesen Vlog von Nico ist intens, keine Ahnung. Des Tages. Hier herrschen leichte Aggressionsprobleme im Raum. Es ist viel. It's much. It's much. Okay. Leute, so wird man hier empfangen bei Jens. Da wird man oha, unhöflich. Mit dem Stuhl abgeschmissen. Das, was du gerade gemacht hast, hat mich schon ein paar Minuten Tornado ziehen. Ich will exklusive Konzertaufnahmen sehen. Die Flasche so drehen und dann hoch. Und davor entzündet den Tornado. InScope Lifestyle-Kanal wird jetzt einfach ein Saufkanal. Seitdem Ron bei mir war. Entzündet den Tornado. Mit mehr Energie. Tornado, do it. Schwach. Das ist einfach nur enttäuschend. Das ist richtig schwach. Nein! Bro, nein! Ey, Knossi, was soll das? Ich wollte da einfach nur hier reinklicken und auf... Ach Mann, guck mich nicht so an. Wo waren wir denn jetzt? Wo ist der Tornado? Hier. Mein Gott. Oh.
Sorry. Entspannend. Helena, erzähl uns was. Was soll ich erzählen? Kannst du bitte noch Uber? Hey, okay, warte. Helena hat auf jeden Fall nochmal was besorgt, zusammen mit Amanda. Hä, hey, Amanda, was ist denn? Amanda Buber. So viele Bubas. Dingelingeling, Dingelingeling, alle Atzen singen. Hey, die Mädels buchen gerade im gleichen Hotel wie wir ein Zimmer. Sag mal ganz kurz, auf was ihr da Wert legt, bitte. Wir legen Wert, dass wir ein gemeinsames Bett haben. Ein großes Bett für drei. Sie ist tätig im Rennfahrerbereich. Gleiches Hotel. Der Schwarz-Weiß-Look. Oder im Schachbereich, je nachdem, wo man es einordnen will. In diesem Sinne, erzähl uns doch sowas drüber. Ich habe eine Nahaufnahme von meinem Gesicht am Laufen. Warum machst du keine Nahaufnahme von deinem Gesicht am Laufen? Mach doch, Mann. Gut, dann mach ich's. Kannst du dich selber angucken. Mach vorteilhafter die Kerze. Also Jens, ich sag dir ehrlich, wenn du sollst eher einen Horrorfilm machen. Ich habe selten so einen Typen gesehen, der so attraktiv unterwegs ist wie der Jens. Der Typ soll einfach Model werden für Horrorfilme. Ja, Jens auf jeden Fall. Das ist einfach sein Talent. Sieht aus wie 60. Ja, ich weiß nicht, Jens hat irgendwie diese Fähigkeit auszusehen, als wäre der irgendwie übel jung oder übel alt. Manchmal sieht er legit aus wie 60 oder sowas und dann sieht er irgendwie aus wie Mitte 20. Also es gibt Tage, da hat der ein Babyface und dann sieht er aus wie so ein alter Sack. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber es passiert immer und immer wieder. Ich glaube, die Leute haben es nämlich verstanden. Aber ist er wieder. Mega, mega, super geil! Yay! Super geil. Also mach's gut! Yay! Wenn du weiterkommst, ja, dann nimm mal eine Leiter. Dann nimm mal weiter. Dann nimm mal eine Leiter. Achso, dann nimm eine Leiter. Ich dachte halt einfach immer weiter. Wenn du nicht weiterkommst, einfach weiter. Das ist dein Motto. Das ist dein Motto. Also ihr müsst euch vorstellen, lass uns... Meint ihr, die Jungs sind nüchtern? Ich war vor einem Juwelier, weil da war so eine Submariner drin, okay? Und er zeigt so, welche wo gefällt dir. Ich zeig auf die Sub und sagst so, ja, die. Und dann motiviert mich richtig, sagst so, ja, Bruder, die hast du in einem Jahr an. Ja, zwei Jahre später. Schade, Bruder. Anmerkung, und zwar bevor ihr hier denkt, an dieser einen Bar-Action, da waren übelst viele Leute aufeinander. Die waren alle getestet, alle geimpft, alles Corona-konform. Lasst mir gerne unter diesem Video eine Bewertung da. Richtig, ich werde es mir sowieso nicht reinziehen und genau die gleiche Scheiße nächstes Mal wieder verfilmt. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig. Okay, danke dir. Ja, sehr gutes Video. Bisschen zwischendurch wieder ein bisschen hektisch. Sorry, dass ich nicht so viel kommentiert habe, aber ich war einfach überfordert mit Zusehen. Einfach überfordert. Aber ja, I enjoyed anyways. I enjoyed. Wild. Sehr wilder Vlog again.